Ja, das Interessante ist eben, wenn ich dann anfange zu schauen, was ich vielleicht auch machen werde, es kommt darauf an, ob die Leute da mitspielen oder nicht, aber dann bin ich vielleicht der Zuschauer. Das ist nur eine Glaswand und eigentlich weiß ja niemand, wer ist da der Beobachtete. Also ich habe da teilweise auch sozusagen die erste Reihe, Galerie, Hochstand. Ich könnte auch eine Kamera zücken und rausfotografieren, die Leute oder sie. Das heißt, irgendwo gibt es da diese ziemliche direkte wechselseitige Umkehrbarkeit der Situation, wobei aber das auf der Bühne ja auch stattfindet normalerweise. Also nur, das ist halt Spot und die Leute sind im Dunkeln und sie fühlen sich nicht beobachtet. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn du in einem Raum zugleich bist, bist du auch, also der darstellende Künstler meistens empfindet schon zumindest einmal der unsichtbare Schwingungen mit auch und empfängt auch etwas. Ja. Da ist es ganz anders, da ist man beidseitig voll sichtbar. Hast du einen Preis? Naja, also das ist die Frage, habe ich einen Preis oder hat mein Können einen Preis? Das, was ich anbieten kann, ist nicht mein Körper in dem Sinne bei der Prostituierten, sondern über meinen Körper, meine Bewegung, meine Performance oder eventuell natürlich auch in Weiterführung könnte ich. Also ich denke mir halt mehrere Sachen anbieten, da könnte ich den Preis angeben, einfach so, also einen kleinen Hinweis an die Wertigkeit. Unsere Währung in Euros und da hinten könnte ich schreiben, was das sein könnte, was ich dafür hergeben kann, eine Handbewegung, vielleicht auch eine Therapiestunde. Jetzt hast du geschrieben in dem ersten Text, den du mir geschrieben hast, das fand ich so interessant, da hast du gesagt, die Suggestion, ja, man praktisch der Ausverkauf, alles billig, Arbeiter werden ausgebeutet und das wird suggeriert durch Werbung, durch den ganzen Tamtam auf den Einkaufsstraßen, dass wir das brauchen. Wie suggerierst du, dass sie dich brauchen? Willst du das suggerieren? Ich meine, du machst jetzt das, was du antreibst, du stellst dich zum Verkauf hin. Naja, das habe ich ja auch im Text geschrieben, was du da nicht so gut gefunden hast, dass ja ich auch in dem Netz ja von diesem System gefangen bin. Ich meine nur, wie verkaufst du, wie sagst du dem Anbieter, kauf mich? Ja, indem ich mich in ein Schaufenster stelle und dann den Preis halt irgendwo da vorne hinschreibe. Ich glaube, ich werde das wirklich machen. Und da muss ich aber hinten schreiben, was es sein könnte und dann könnte ich aber auch eine Fragestellung, also ich meine, auf dem Zettel steht ja auch dann, dass es verhandelbar ist. Ich möchte eine Lösung finden aus diesem Geldsystem. Noch schaffe ich es nicht, ich muss die Miete auftreiben irgendwie. Aber wer weiß, also vielleicht kann man da irgendeine andere Lösung finden und für diese Sachen, für diese Anregung wäre ich dankbar. Mhm. Also das wäre mein Tauschhandel.